zu machen. Dividende stehlt, fühlst du auch direkt wieder wie dein Körper nach dem Moment aus. Genau. So. Jetzt, der Körper wird immer schwerer und schwerer und du merkst, wie der Körper immer weiter fest. Ja, tief und fest, fühle dich völlig gut. Und je tiefer du singst, umso. Schließ mal einmal deine Augen. Streck bitte einmal die rechte Hand nach vorne aus. Genau. Und ich werde dich gleich bitten, meine Hand nach unten zu drücken. Und dann möchte ich, dass du von 5 bis 0 zählst und dir in Gestalten so eine Art Raketenstart vorstellst, so Countdown ist. Jetzt drück mal die Hand so fest, wie du kannst, nach unten und zähl mal bitte laut von 5 bis 0. 5. Und fester. 4. Und fester. 3. Und fester. 2. Schlaf tief und fest, du lässt völlig los, wenn ich den Kopf aufwand, lass es kreisen, fällt der Kopf nach vorne und du singst dreimal tiefer und schlaf. Du hast völlig losgelassen. Du fühlst dich völlig wohl, der ganze Körper ist locker und entspannt und du bleibst so locker und entspannt, bis ich gleich wieder zu dir spreche. Und du singst mit jedem Atemzug noch viel, viel tiefer. Du fühlst dich noch viel, viel wohl. Dies ist eine typische Hypnoseinduktion, die man sehr häufig auf der Showbühne in Hypnoseshows sieht. Hocheffektiv. Und sie macht genau das, was sie soll. Vielleicht kannst du dich noch erinnern, dass ich am Anfang erzählt habe, das Bewusstsein kann ca. 5 plus minus 2 Gedanken verarbeiten und gleichzeitig wahrnehmen. Und das nutze ich hier. Ich sage der Person, drück die Hand nach unten, stell dir den Raketenstart vor, zähl laut von 5 bis 0. Dann erwartet die Person, dass etwas passiert. Bei 0 habe ich ja gesagt. Aber ich ziehe meine Hand schon eher weg. Mal bei 3, mal bei 1 und mal erst 10 Sekunden, nachdem die Person 0 gesagt hat. Und das hat zur Folge, dass eine totale Überlastung im Bewusstsein auftritt und ich in einem kurzen Moment auf das Unterbewusstsein zugreifen kann und den Befehl Schlaf eingeben kann. Und die Person geht in eine sehr schnelle und sehr tiefe Hypnose. Und das macht diese Methode sehr effektiv. Diese Methode kann man übrigens auch in 150 verschiedenen Abänderungen machen. Man muss das nicht genau so machen, wie man es gerade gesehen hat. So eine Hypnose-Induktion, diese Arm-Pull-Down-Induktion, könnte auch wie folgt aussehen. Öffne einmal die Augen, setz dich einmal nochmal entspannt hin. Streck mal einmal die Hand so nach vorne aus. Genau. Hände ruhig flach, genau, schließ die Augen. Und drück einfach so fest, wie du kannst, meine Hand nach oben. Konzentrier dich nur auf meinen Arm. Auf deinen Arm, auf meinen Arm. Und drück immer fester. Schlaf tief und fest, du siehst tiefer, tiefer und tiefer. Der Körper völlig locker und entspannt. Ganz genau. Fühl dich völlig wohl und genieß diesen Zustand. Auch eine Möglichkeit, denn man kann diese Hypnose-Induktion natürlich immer variieren, denn je mehr du variierst, umso schneller lassen sich die Leute überraschen, gerade wenn du bei einigen Personen mehrfach schon dieselbe Hypnose-Induktion angewendet hast. Eine Induktion, die man auch machen kann, also auch eine Abänderung der Arm-Pull-Down-Induktion, die ich allerdings nur empfehle bei Leuten, die schon mal in Hypnose waren, ist folgende. Mach einmal die Augen, setz dich entspannt hin, schließ einmal die Augen. Streck die Hand aus, genau, weil die Hand mal zur Faust, und stell dir vor, du hältst einen Hebel fest, so einen Hebel, der an der Wand befestigt ist, den man nach unten drücken kann. Und mit diesem Hebel kannst du auch gleich eine Art Raketenstart auslösen. Denn wenn du die Hand, den Hebel nach unten drückst, dann startet in Gedanken bei dir im Kopf eine Rakete. Und mit dem nach unten drücken gehst du automatisch in die Hypnose, wie von selbst. Sobald der Hebel nach unten gerückt wird, startet diese Rakete vor deinem geistigen Auge und du gehst in eine sehr, sehr tiefe und sehr intensive Hypnose. Und wenn du dazu bereit bist, kannst du einfach einmal mit geschlossenen Augen den Kopf legen, um in diesen Zustand zu gehen, wenn du bereit bist. Genau, sehr gut. Und schlaf tief und fest, fühl dich völlig wohl, tiefer, tiefer, tiefer und tiefer. Hier sind jetzt noch zwei Handkniffe eingebaut. Zum einen denkt die Person, dass sie nach unten drücken musste, aber in Wirklichkeit löse ich den Mechanismus aus. Und man holt sich von der Person ein Commitment ab, also eine Bestätigung. Denn ich frage ganz klar nach, ob die Person bereit ist, in die Hypnose zu gehen. Und dann wird so eine Hypnose natürlich nur noch viel, viel effektiver.
Das sieht zwar ein bisschen aus wie, sagen wir mal, Kindergarten, aber es wird nicht hocheffektiv, wenn die Personen vorher so bewusst eine Zustimmung geben. Denn die Leute werden viel, viel tiefer und schneller in die Hypnose gehen. Und du fühlst dich völlig wohl. Und zwar drei, fühlst die Augen das Ganze nochmal entspannt. Eins, zwei, drei. Dann haben wir die Augen. Geht's dir gut? Ja. Gechillt, dachte ich nicht. Ist das mal wirklich? Streck einmal die rechte Hand nach vorne aus, genau. Schließ einmal die Augen. Und drück so fest, wie du kannst, die Hand nach oben. So fest, wie du kannst. Konzentriere dich nur auf den Atem. Immer fester, fester, auch fester. Und schlaf. Tief und fest. Du wirst tiefer. Tiefer und tiefer, du fühlst dich völlig wohl, der Körper ist locker und entspannt und du fühlst dich völlig wohl. Und das ist eine von mehreren Variationen dieser Hypnose-Induktion. Eine andere könnte auch wie folgt aussehen. Wenn ich jetzt gleich mal mit meinem Finger in dein Ohr schnippe, kannst du die Augen öffnen, du willst nicht erwachen. Mach mal einmal die Augen, setz dich entspannt hin, schließ bitte noch einmal die Augen. Streck die rechte Hand nach vorne aus und ball die andere zur Faust. Und stell dir vor, du würdest so eine Art Hebel festhalten. Einen Hebel, den man nach unten und nach oben schieben kann. Und dieser Hebel hat die Besonderheit, wenn du den nach unten drückst, dann ist das so, als wenn du das Startsignal gibst für eine Rakete, die startet. Also wenn du den Hebel nach unten drückst, startet sozusagen die Rakete. Und das Coole an der Sache ist, sobald der Hebel nach unten geht, geht man automatisch in diese Hypnose, in diesen Zustand rein und kann den noch viel, viel intensiver erleben. Also sobald du jetzt gleich den Hebel nach unten drückst, gehst du automatisch in diesen Zustand und stellst dir dabei vor, wie eine Rakete startet und du fühlst dich aber völlig wohl und entspannt. Schlaf tief und fest, völlig wohl und entspannt. Einmal die Augen wieder auf. Sehr gut. Jetzt kommen noch zwei Aufnahmen. Dring tief in dein Unterbewusstsein ein und wird zu einem Teil von dir. Und alles, was ich dir sage, wird genauso eintreten, wie ich es sage. Und alles, was jetzt passiert und alles, was ich dir sage, wird genauso eintreten, wie ich es sage. Und du wirst merken, dass dein ganzer Körper darauf reagiert, was ich zu dir sage. Und du fühlst dich völlig wohl, wohl entspannt. Und ich möchte, dass du dir einfach einmal vorstellst, du bist in der Disco oder irgendwo anders feiern. Stell dir vor, du bist feiernd, du hast richtig gefeiert, dir geht es richtig gut, dir ist warm, du bist richtig am Schwitzen. Das war eine richtig lange Feier. Die Nacht ist jetzt schon richtig lang, schon früh am Morgen. Und du lässt geschehen, was geschieht. Und du stehst in dieser Disco, du hast alles gegeben, du schwitzt wie Sau, könnte man quasi sagen. Und jetzt fällt auf einmal in der Disco die Klimaanlage aus und du merkst, wie die immer wärmer und wärmer wird. Du merkst, wie die noch wärmer wird und du fächerst dir einfach mal mit deiner Hand Luft zu, weil es auf einmal so warm wird. Genau, du hebst einfach die rechte oder linke Hand hoch in die Luft und fächerst dir Luft zu in dein Gesicht, beruhigst dich an der Schulter, dann fächerst du dir mit geschlossenen Augen einfach Luft zu. Jetzt, das wird immer wärmer und wärmer. Und auch du fängst an, dir Luft zuzufächern, weil es immer wärmer wird. Die Augen fallen dir sofort zu, mit geschlossenen Augen fächerst du immer weiter. Und du beginnst richtig doll zu schwitzen. Und leider ist die Theke auch schon völlig überfüllt. An der Theke kannst du auch kein Wasser mehr bekommen. Aber du hast Glück, denn du siehst, dass jemand komischerweise durch diese Disco geht und in dieser Diskothek süße, saftige Pfirsiche verteilt. Und diese Person, die kommt auch auf dich zu und du siehst, dass diese Person auf dich zukommt und du freust dich darüber ganz tierisch, weil das so fürchterlich warm ist. Oh. Und du streckst einfach einmal die rechte Hand weit nach vorne aus, streck die rechte Hand weit nach vorne aus. Ich werde dir gleich in deiner Hand einen süßen, saftigen Pfirsich geben und du nimmst diesen Pfirsich in die Hand und du führst diesen Pfirsich sofort zu deinem Mund, weil es so warm ist und der riecht so gut und der schmeckt so gut. So was Gutes hast du noch nie in deinem Leben gegessen. Gebe ich dir jetzt im Schlaf diesen süßen, saftigen Pfirsich in die Hand, nimmst du diesen Pfirsich, du führst diesen Pfirsich sofort zu deinem Mund und du beißt da rein, weil du riechst, wie gut der riecht. Und du beißt da richtig rein, der schmeckt richtig gut. So was Leckeres hast du noch nie zuvor in deinem Leben gegessen. Genau, du setzt dich völlig entspannt und gerade dabei hin und der schmeckt richtig lecker. Und bei Zahl 3 kannst du gleich die Augen öffnen. Und wenn du die Augen öffnest, stellst du fest, dass du eine ziemlich saure Zitrone gebissen hast bei 3. 1, 2, du beißt nochmal tief rein und 3, einmal die Augen auf. Ach, da hat sie sich gegen gewehrt, das war gar nicht. Was war denn da los? Weil du erst voll lecker. Ich hab, was ist denn da?
Das war richtig lecker. Das war richtig lecker. Jetzt habe ich auch trotzdem noch mehr auf dem Fernsehen. Sehr gut. Genau, und während du jetzt auf die Kamera schaust, auf diesen Punkt, merkst du, wie deine Augen immer schwerer und schwerer werden. Du merkst, wie die Augen immer öfter zufallen und wie es dir immer schwerer fällt, die Augen offen zu halten. Und alles um diesen Punkt verschwimmt jetzt immer mehr und mehr. Die Augen sind schwer wie Blei und du fühlst dich völlig wohl. Du lässt geschehen, was geschieht, wenn du noch tiefer sinkst. Das ist so, als hätte man bleierne Metalle an deinem Auge aufgehangen. Die Augen ziehen stärker und stärker zu. Vielleicht merkst du sogar, wie die Augen anfangen zu drehen, je länger du sie offen hältst. Schwer wie Blei, wenn du geschehen lassen kannst, was geschieht. Und noch viel, viel schwerer. Und du schläfst tief und fest und du fühlst dich völlig wohl. Du lässt geschehen, was geschieht. Du atmest ruhig und gleichmäßig und schlaf tief und fest. Und der ganze Körper ist locker und entspannt, auch der Kopf. Du lässt einfach geschehen, was geschieht. Genau, du lässt den Kopf mal nach hinten fallen. Auch die Augenlider sind völlig locker und entspannt. Und du merkst das, wie locker und entspannt die Augen sind. Und du fühlst dich völlig ruhig und entspannt. Das ist übrigens bei ihr total witzig. Achte mal auf die Augenlider, wenn die Augenlider völlig locker und entspannt sind und gar nichts für dich mehr wichtig ist. Genau. Und du merkst, dass die Augenlider völlig locker und entspannt sind. Ja, das ist bei ihr total witzig. Mach mal Augen einmal wieder auf. Bei dir ist das immer so creepy. Bei dir rollen die Augen so nach oben so. Ja. Monstermäßig. Ja, da spielst du sehr gut drauf an. Cool, Inga, das war die Nahaufnahme, war ja gar nicht so dramatisch.